DC96 schwimmt gern, mag Python lieber als PHP, studiert IT und interessiert sich für Open Data und den Energiesektor. Er hat unter plantwatch.de die Daten von Bundesnetzagentur und EU-Schadstoffregister verknüpft und zeigt uns das jetzt. Viel Spaß. Dann auch von mir, hallo. Ja, geht heute eben um Plantwatch. Und bevor ich ein bisschen drüber spreche, möchte ich drüber reden, ja, wie das eigentlich begonnen hat, was ich mir dabei gedacht habe. Ich habe Ende November 2017 angefangen, das zu programmieren. Damals gab es noch kein Klimaschutzgesetz, damals gab es noch keinen Kohleausstieg, damals gab es noch kein Klimaschutzurteil, Datteln 4 war noch nicht in Betrieb und es gab auch noch kein Corona. Aber ja, Klima- und Umweltschutz lag mir schon da am Herzen und deswegen habe ich mir gedacht, gut, nimmst du die trockene Excel-Liste, die die Bundesnetzagentur online stellt und verfeinerst die ein bisschen. Also wir sehen im Umpraktisch die Legende, die Nennleistung von den Kraftwerken, die Jahresproduktion, den CO2-Ausstoß, die Vorlaststunden, die Auslastung und die Effizienzwerte. Und dann eben die einzelnen Kraftwerke schön farblich danach unterschieden, welchen Brennstoff sie benutzen. Wenn man jetzt eben auf einen dieser Kraftwerke draufklickt, kommt man auf die Ansicht und sieht eben die Kraftwerksblöcke zu dem Kraftwerk, Google Maps, Kartenausschnitt von dem Kraftwerk und die Schadstoffdaten. Geht man dann auf Kraftwerkauslastung, sieht man eben zusätzlich die Auslastung von dem Kraftwerk und die produzierten Terawattstunden an Energie. Wenn man auf einen einzelnen Kraftwerksblock klickt, das ist diese BNA 0122 zum Beispiel, sieht man eben die einfachen Daten zu dem Kraftwerk, wie wo es steht. Genau. Bekannte Probleme, ja, bei manchen Kraftwerken wird als Inbetriebnahmedatum 1970 angezeigt. Google Maps funktioniert nicht bei allen Kraftwerken, beziehungsweise zeigt bei manchen Kraftwerken Kartenausschnitte, die eben nicht stimmen. Ja, man kann nicht alles nach Auslastung oder CO2-Emissionen sortieren, weil eben teilweise Daten fehlen. Gut, und ich bin von der aktuellen Django-Sicherheitslücke betroffen, die Anfang der Woche eben veröffentlicht wurde, aber ja, ich verarbeite keine personenbezogenen Daten. Die Datenbank an sich generiere ich praktisch einmal, wenn es irgendwie ein Update zum Beispiel von der Kraftwerksliste gab. Also das ist jetzt nicht so dringend, werde ich aber natürlich zeitnah patchen. Ja, was habe ich an, in Anführungszeichen, Konkurrenz? Ich würde es ja als Ergänzung sehen. Das sind die Energy Charts, die von der Fraunhofer ISE betrieben werden. Das ist das Institut für Solare Energiesysteme, das betreibt Bruno Burger, der ist auch auf Twitter recht aktiv. Da kann man diverse Diagramme zur Stromerzeugung sehen. Seht ihr gleich noch. Dann gibt es noch die Electricity Map. Da sieht man vor allem die aktuelle Stromproduktion und CO2-Ausstoß. Und die Smart, das ist eine Grafik von der Bundesnetzagentur. Hier sehen wir die Energy Charts. Jetzt am Beispiel der jährlichen Stromerzeugung. Schön gruppiert nach Kraftwerk und farbig die einzelnen Blöcke oder die prozentuale Vorlast der einzelnen Kraftwerksblöcke. Das ist jetzt Electricity Map, da sieht man den Kartenausschnitt von Europa. Man sieht farblich den CO2-Ausstoß, auch dass Länder wie Großbritannien oder Spanien, die jetzt nicht wie Frankreich nur auf Kernkraft setzen, auch schon deutlich besseren, niedrigeren CO2-Ausstoß haben als wir. Und dann die Stromerzeugungsgrafik der Bundesnetzagentur. Das nur so, falls ihr in dem Thema mehr Interesse habt, falls ihr noch andere interessante Webseiten besuchen wollt. Zurück zu Plantwatch. Ich habe quasi drei Hauptdatenquellen. Das ist einmal die Kraftwerksliste von der Bundesnetzagentur. Die enthält alle konventionellen Kraftwerke, genau gesagt Kraftwerksblöcke.
Ein Kraftwerk kann ja aus mehreren Blöcken bestehen. Das haben wir vorhin auch schon ein bisschen gesehen. Die wird im Schnitt so ungefähr zweimal jährlich aktualisiert. Dann gibt es das EU-Schadstoffemissionsregister, auf Englisch PRTA. Das enthält nicht nur CO2-Emissionen von Kraftwerken, sondern von jeglichen Anlagenbetrieben, die irgendwie nennenswert CO2 oder Schadstoffe ausstoßen. Und die werden einmal jährlich veröffentlicht. Und zwar jeweils die Daten des Vorvorjahres. Also im aktuellen Jahr sollten die Daten des Jahres 2020 verfügbar sein. Sind sie noch nicht ganz, dazu komme ich später. Und dann eben die Strommarktdaten, die Stromerzeugung der einzelnen Kraftwerke, die stellt die Bundesnetzagentur relativ zügig zur Verfügung. Zumindest die Daten an sich, nicht wie die aufbereitet sind. Die Kraftwerksliste hat ein relativ schönes Format. Man hat IDs, also jedes Kraftwerk hat, oder jeder Block hat einen Identifier. Und es gibt jetzt keine Formatänderungen. Mit den Daten lässt sich schon ganz gut arbeiten. Ja, mit PRTA von der EU bekommt man die Daten auch als SQLite-Datenbank mit einer ordentlichen Dokumentation. Das ist noch ein Tick besser. Ja, und die Smart-Daten, die haben ein bisschen Format, das schwierig auszuwerten ist. Das sehen wir gleich. Das sind halt drei unterschiedliche Datenquellen. Entsprechend muss ich irgendwie dafür sorgen, dass ich die einzelnen Entitäten, also Kraftwerke, auf Blöcke zum Beispiel mappen kann. Ja, beim Emissionsregister und der Kraftwerksliste geht es noch einigermaßen. Da hat jeder Block halt eine Block-ID, also eine BNA und dann eine Nummer. Und die mappe ich eben in der Liste auf die ID der PRTA-Daten. Das ist ein 1-zu-1-Mapping. Das ja, ist ein bisschen Fleißarbeit, geht aber noch. Wenn wir uns jetzt die Smart-Daten angucken, sehen wir, naja, das ist CSV, okay. Also würde man das jetzt in einem Tabellenkalkulationsprogramm anzeigen, dann hätte man da schöne Spalten. Ja, es gibt aber halt eine Datei pro Kraftwerk und dann sind die Blöcke praktisch in den Spalten, aber jeweils mit einem Generation.de davor. Also das zu parsen ist ein bisschen, ja, das hätte man besser maschinenlesbar oder schöner machen können. Entsprechend komplex wird noch das Mapping hierzu. Wir haben praktisch ein JSON-Dictionary, in dem wir eben die einzelnen Namen von den Files auf die entsprechenden ID-Nummern mappen. Aber das an sich geht einigermaßen. Ist halt aufwendiger. Ja, das ist jetzt ein Screenshot von dieser Through-Website vom Umweltbundesamt. Die stellen eben diese PRTA-Daten in Deutschland online. Und wenn wir uns mal die Daten angucken, sehen wir eben, ja, die Berichtsjahre 2007 bis 2019 gibt es seit Mitte Dezember letzten Jahres. Also deutlich zu spät eigentlich. Also die Daten des Jahres 2019, die hätten eigentlich zum 1. Februar 2021 veröffentlicht werden sollen. Wurden sie nicht? Anfang Dezember habe ich dann nachgefragt, überfragt den Staat. Ein paar Tage später wurden sie dann veröffentlicht. Nach Weihnachten bekam ich dann die Rückmeldung, ja, die Daten sind inzwischen nach etlichen Verzögerungen veröffentlicht worden. Ist jetzt alles gut? Naja. Ich habe am gleichen Tag eben auch die Daten des aktuellen Jahres oder so des aktuellen Berichtsjahres 2020 angefragt. Kam lange Zeit oder bis zum Februar wurden sie nicht veröffentlicht. Kurz danach hieß es dann eben formlos per Mail, ja, es gab IT-Probleme, deswegen kommen die Daten jetzt leider nicht demnächst. Ich habe dann im April nochmal nachgefragt, ja, die Daten kommen irgendwann im April. Habe inzwischen noch einen formalen Bescheid bekommen. Stand heute, es gibt immer noch keine Daten. Und es ist halt schade. Was eben Umweltdaten sind, die EU schreibt eigentlich vor 13 Monate nach Ende des Berichtsjahres, eben dieser Ende Januar plus eben diesen einen Tag und dann ist es Februar, also keine Daten. Und woran liegt es? Ich will auch dem Umweltbundesamt jetzt keinen riesen Vorwurf machen, denn das Problem ist halt einfach, wir sind ein föderaler Staat. Die Datenerfassung ist Ländersache. Es gibt ein Bube-Online-Tool, da melden die lokalen und die Unternehmen zuerst mal an ihre lokale Behörde. Sieht man noch wunderbar an den Bearbeitungsstatus, den ich aus der Dokumentation rauskopiert habe. Zuerst bearbeitet es eine Behörde, dann geht es an die Übergeordneten, also an die Landesbehörden.
Die melden das Ganze dann ans Umweltbundesamt. Und das meldet die Daten dann eigentlich an die EU und auch an die Öffentlichkeit. Ja, und dieses Bubble-Tool war aber halt von Anfang des Jahres bis ungefähr 1. April offline. Also das ist mein normaler Fahrplan. Welche Fristen da die Behörden, die einzelnen Betreiber und auch das Umweltbundesamt eigentlich wahren sollte, ist dieses und letztes Jahr halt nicht. Jetzt zurück zu diesem Offline-Zeitraum. Ja, das Problem ist, die Frist für die Erklärung, die ist ja eigentlich, wie wir hier sehen, also die Betreiber müssen bis Ende April ihre Meldung machen. Wenn das Tool jetzt bis 1. April ausgefallen ist, dann ist es nicht mehr so viel Frist. Gut, geht jedes Land anders damit um. Nordrhein-Westfalen ist eher so mittelmäßig. Ja, angeblich wäre das Tool seit Februar wieder online. Ist es nicht, haben sie noch nicht aktualisiert. Aber sie weisen wenigstens darauf hin. Brandenburg ist dann Tick weiter. Die sagen einfach, okay, wir verlängern pauschal die Abgabefrist auf den 31. Mai. Und übrigens, das Tool geht jetzt wieder. Ja. Brandenburg und NRW im Überblick. Ja, Brandenburg ist schon ein Tick besser, aber Bayern, naja, Bayern schießt halt einen Vogel ab. Das ist die Meldung von Bayern. Wenn man jetzt in diesem vielleicht nicht ganz wunderbar sichtbaren Text eben sehen könnte, ja, damit die Betreiber fristgerecht ihre Berichtspflicht für das Berichtsjahr 21 nachkommen können, werden wir Formblätter zur Erfassung und Abgabe der Berichtsdaten zur Verfügung stellen. Bayern wechselt also auf Papier, was völlig unverständlich ist. Dann nochmal zur Erinnerung, zurück zu den Kraftwerksdaten, zurück zu Plantwatch. Wie funktioniert so ein Kohlekraftwerk? Die Kohle wird eben gemahlen, dann verbrannt. In einem Dampferzeuger wird dann eben Wasser zum Sieden gebracht und in Dampf verwandelt. Das geht auf eine Turbine, die dreht durch ihre Rotationsenergie einen Generator. Der wandelt das in elektrischen Strom um und das wird dann eingespeist. So, und jetzt können wir uns mal zuerst mal die Kraftwerke näher angucken und fangen mit den größten Fails an. Und wir beginnen mit Kraftwerk Neurath. Das sehen wir hier in der Übersicht. Ja, leidet unter dem 1970-Bug. Sind etliche Blöcke. Die meisten davon wurden eben 72 bis 76 erbaut. Zwei neue Blöcke sind seit 2012 am Netz. Und bis dahin, naja, gab es leider ein schweres Unglück. Da ist ein 100 Meter hohes Gerüst eingestürzt, das wohl Teile von den neuen Kesseln tragen sollte. Gab zwei Tote und fünf Schwerverletzte. Das war 2017. Die Ermittlungen wurden später eingestellt. Es war ein technischer Defekt. Also man hat halt die Tragfähigkeit der Konstruktion falsch berechnet. Und weil man Teile in der Größenordnung bisher nicht verwendet hat, ja, konnte sich der Betreiber RW ein bisschen damit rausreden, dass sie halt keine Erfahrung hatten und es nicht besser wussten. Und dann war es halt technisches Versagen von dem Bauteil, das man zu schlecht dimensioniert hat. Dann bleiben wir bei der RWE, wieder ein Kraftwerk mit zwei neu gebauten Blöcken, die eigentlich neu gebaut werden sollten. Also das Altkraftwerk ging 1963 ans Netz, wurde dann 69 einmal erweitert und seit 2008 sollten da eben zwei neue Blöcke gebaut werden. Und naja, was soll schon schiefgehen, wenn die RWE ein Kraftwerk baut? Das Ergebnis sehen wir hier ein bisschen. Man sieht wunderschön von Google Maps aufgenommen. Einer von den Kühltürmen hat Wasserdampfschwaden, der andere nicht. Was ist passiert? Naja, nur einer der Blöcke ist jemals in Betrieb gegangen. Der andere wurde 2013 während der Betriebnahme beschädigt. Da trat praktisch Salzsäure aus, was in Teilen der Wasseraufbereitung wohl zum Einsatz kommt, wenn so ein Kraftwerk initial in Betrieb geht. Jedenfalls ist die Salzsäure dahin geflossen, wo sie nicht hinfließen hätte sollen, nämlich in Teile der Turbine. Die ist beschädigt worden. Das Ganze wurde am Ende wirtschaftlicher Totalschaden.
Als ich Bandwatch eben 2017 geschrieben hatte, da stand das in der Kraftwerksliste noch als Sonderfallen drin und nicht als Sicherheitsbereitschaft. Oder jetzt Kohlestromvermarktungsverbot. Genau. Ja, das ist auch so eine Sache. Eigentlich sollte das Kraftwerk seit Juli letzten Jahres eben aufgrund dieses Steinkohle-Ausstiegsgesetzes vom Netz gehen. Das funktioniert so, dass eben anders formuliert. Man steigt hierzulande aus Stein und Braunkohle unterschiedlich aus. Bei Braunkohle ist es allein das Ordnungsrecht. Das heißt, der Staat bestimmt praktisch, bis zu welchem Datum ein Kraftwerk spätestens vom Netz gehen muss. Bei der Steinkohle sieht es anders aus. Da gibt es die nächsten Jahre immer mal wieder Ausschreibungen, wo sich praktisch Kraftwerksbetreiber mit Kraftwerksleistung bewerben können. Und die kriegen dann pauschal einen Betrag X pro installierter Kilo- bzw. Megawatt Kraftwerksleistung. Und das praktisch einmal als Entschädigung dafür, dass das Kraftwerk nicht weiterbetrieben werden kann. Und dieses Ausschreibungsverfahren sorgt halt dafür, dass die Betreiber, die den niedrigsten Betrag an Subventionen verlangen, eben dann den Zuschlag bekommen und so ein bisschen kosteneffizienter läuft. Als bei der Braunkohle. Ja, und da hat sich Westfalen eben, oder hat der Betreiber erwähnt, Gebot für Westfalen abgegeben, ist durchgegangen und eigentlich sollte es ab Juli keinen Strom mehr produzieren. Ja, das Dumme ist, die Bundesnetzagentur hat festgestellt, das Kraftwerk ist systemrelevant, gibt noch nicht genügend erneuerbare Energien dafür, dass man diesen einen Block in Nordrhein-Westfalen jetzt eben vom Netz nehmen kann. Also, ja, wird Amprion, der Netzbetreiber, das Kraftwerk jetzt umrüsten, praktisch vom Stromerzeugungsbetrieb auf den Phasenschieber. Das ist praktisch, wenn sich ein Generator einfach im Netz mitdreht, um dann durch diese gespeicherte Rotationsenergie das Netz stabiler zu machen. Also wenn jetzt praktisch irgendwo anderes ein Kraftwerk ausfallen würde, dann würde die Mitdrehung von diesem alten Generator dafür sorgen, dass die Frequenz im Netz insgesamt nicht ganz so schnell abfällt. Ja, weiter geht's mit einem weiteren Kohlekraftwerk. Wieder sollten da zwei Blöcke gebaut werden. Das ist das Kraftwerk Moorburg. Das ging auch halbwegs reibungslos. Ja, also es wurde 2004 geplant. 2005 hat der CDU-Oberbürgermeister Ole von Beust gemeint, ja, wäre es nicht sinnvoll, statt einem Block zwei Blöcke zu bauen und da auch noch Fernwärme auszukoppeln. Ja, hat sich der Betreiber Vattenfall dann drauf eingelassen. Ergebnis 2007 war Baubeginn. 2012 soll es in Betrieb gehen. Ja, man hat aber wie bei auch einigen anderen Neubauprojekten von Steinkohlekraftwerken, wie auch Datteln oder Duisburg-Walsum, einen T24-Stall eingesetzt. Und das Problem ist halt, dass da die Schweißnähte unter gewissen Umständen nicht stabil genug sind. Und so ein Dampferzeuger oder so ein Kessel, da ist Wasser schon unter einigem Druck. Deswegen sollten die standhalten. Also kam es zu Verzögerungen. 2015 ging es dann ans Netz. Ja, bis 2017 der EuGH geurteilt hat, dass die Genehmigung fehlerhaft ist und nicht ausreichend auf Gewässer- und Fischschutz geachtet worden ist. Im gleichen Jahr hat dann auch die Stadt die Durchlaufkühlung verboten. Das Kraftwerk liegt ja, wie man sieht, direkt am Fluss und normal und billiger für den Betreiber ist es natürlich, man nimmt das Flusswasser, speist es direkt einmal durch den Turbinenkreislauf und gibt es dann wieder ab. Erwärmt praktisch dann den Fluss zurück. Ja, erwärmt den Fluss, beeinträchtigt Fische, ist eben dann verboten worden. Das heißt, jetzt muss eben das Wasser im Kreislaufprozess über einen Kühlturm abgeführt werden. Und es kostet eben doch einiges
an Effizienz so einen Kühlturm da zu betreiben und dran zu schalten. Ja, ursprünglich war geplant, dass es dieses Kraftwerk über Fernwärme die Stadt Hamburg mitversorgt. Da hätte aber ein Fernwärmerohr eben durch die Elbe verlegt werden sollen und entsprechend schwierig war der Genehmigungsprozess. Es gab zu Recht eben Proteste von Umweltschützern und am Ende wurden diese Pläne nicht weiter verfolgt. Und auch hier gilt, das Kraftwerk ist ja fast brandneu für Kraftwerksverhältnisse und ist jetzt auch über einen Kohleausstieg eben vom Netz. Ja, weiter zum wohl kontroversesten Kraftwerk Deutschlands, das ist Datteln 4. Ja, manche sagen, es ist genehmigungstechnisch ein neuer Block. Ich habe es jetzt auch so eine schöne Eigenheit, dadurch, dass ich immer das Mapping vornehmen kann, kann ich mehr oder weniger bestimmen, welche Blöcke jetzt zu welchem Kraftwerk gehören und habe eben die Altblöcke mal aufgeführt. Ja, das Altkraftwerk wurde eben zwischen 64 und 69 erbaut. Und man sieht eben, das sind so Zeiträume, für die Kraftwerke so ausgelegt sind. Also die sind nicht auf 10 Jahre Betrieb ausgelegt, die sind auf 40, 50 plus Jahre ausgelegt. Ja, 2007 begann eben der Bau von Datteln 4. 2009 hat das Oberverwaltungsgericht Münster festgestellt, der Bebauungsplan ist rechtswidrig aufgestellt worden und ohne Bebauungsplan kann man eben kein Kraftwerk oder kein sonstiges Gebäude errichten. Entsprechend kam es dann zum Baustopp. Gleichzeitig hat der Betreiber, also Uniper, aber schon die Stilllegungsanzeigen für die drei Altblöcke getätigt, weil man die aufgrund von gestiegenen Emissions-, also Schadstoffschutzwerten hätte nachrüsten müssen. Also hat ohne Beben die Stilllegung angezeigt. Die Behörde hat dann eben gesagt, ja, schön, wir können so eine Stilllegungsanzeige, könnt ihr nicht einfach so widerrufen, das geht nicht. Entsprechend wurden die 2014 stillgelegt. Ja, eigentlich hätten sie 2012 vom Netz gehen müssen, aber Datteln war schon immer ein Kraftwerk für Bahnstrom. Und die Deutsche Bahn hat eben gesagt, ja, oder es hätte halt da Schwierigkeiten gerade im Winter gegeben, angeblich mit Bahnstrom, also durften die 2 Jahre länger weiterlaufen, bis eben man dann am Standort Datteln eine Umrichterstation aufgebaut hatte, die eben normalen 50 Hertz Wechselstrom in 16,7 Bahnstrom umrichtet. Ja, 2012 wurde dann eben auch die Emissionsgenehmigung des Kraftwerks vom OVG Münster zurückgezogen. Das folgt praktisch auf den Bebauungsplan. Also zuerst wird ein Bebauungsplan aufgestellt, dann wird das Kraftwerk gebaut und als letzten Schritt vor der Inbetriebnahme ergeht dann eben der Beschluss, dass das Kraftwerk, wenn es die und die Schadstoffgrenzwerte einhält, ans Netz gehen darf. Ja, Hannelore Gelb hat unter Rot-Grün dann aber eine Sondererlaubnis erteilt. 2014 kam dann ein neuer B-Plan, 2017 eine neue Emissionsgenehmigung, 2020 kam dann eben der Beschluss von Kohlekommission und Regierung für die Inbetriebnahme. Ja, und dann kam 2021 und das OVG Münster hat eben erneut gesagt, ja, übrigens, ihr könnt nicht einfacher sagen, liebe Stadt Essen war das, glaube ich, ihr könnt euch nicht einfach auf Rheinseite XY festlegen, ihr hättet ein viel größeres Gebiet irgendwie erkunden müssen, deswegen ist der Bebauungsplan fehlerhaft. Hat wohl auch eben noch weitere Umweltschutzgründe und entsprechend ist jetzt der Bebauungsplan wieder aufgehoben. Aber die Betriebserlaubnis, die ist weiterhin erteilt, auch wenn es eben ein Verfahren zum Widerruf oder eine Klage eben gegen die entsprechende Stadt und Uniper gibt, diese Emissionsgenehmigung auch zurückzuziehen und das Kraftwerk dann eben auch vom Netz zu nehmen. Ja, schauen wir uns dann ein weiteres Trauerspiel im deutschen Kraftwerksmarkt an, das ist Kraftwerk Irsching. Das ging 69 als Ölkraftwerk in Betrieb, wurde 74 um einen Block erweitert. Ja, 2006 hat man mit dem Bau von einer Art Experimentalblock, also einer komplett neuen Gasturbine, begonnen. Das hat ein bisschen länger gedauert, als Block 5 fertigzustellen, der 2008 seinen Baubeginn hatte.
Ja, zwischen 2013 und 20 drohte halt die Stilllegung von dem Kraftwerk, weil die Gaspreise eben im Zumal im Zuge der Krim-Annexion damals eben gestiegen sind. Das Kraftwerk wurde als systemrelevant eingestuft. Dann gab es schon fast schon Gerichte oder Aus- oder ja, gerichtliche Plänkeleien von Kraftwerksbetreiber Uniper und Energie Nürnberg, die am Block 5 beteiligt sind, um die Entschädigungszahlungen für eben diese Nichtstilllegung. Seit 2020 war es dann regulär in Betrieb, weil eben die europäischen Preise für die CO2-Zertifikate gestiegen sind. Die haben praktisch Kohlestrom verteuert. Dadurch ist das Kraftwerk dann rentabel geworden. Das sieht man eben auch ein bisschen an diesen Auslastungen der aktiven Blöcke. Also die ist schon deutlich gestiegen in den letzten beiden Jahren. Die Frage ist halt, wie das mit ja, dem Russlands Krieg gegen die Ukraine weitergeht. 2022 soll dann Block 6 in Betrieb gehen, quasi als, sagt die Bundesnetzagentur, besonderes netztechnisches Betriebsmittel. Das ist quasi ein Kraftwerk, das explizit dafür gebaut wird, nur im Notfall eingreifen zu müssen. Den Betrieb zahlt dann aber quasi der Steuerzahler oder der Stromkunde, die Stromkundin über die Netzentgelte. Jetzt endlich mal zu einem positiveren Kraftwerk. Das ist das Kraftwerk Lauswart. Ging relativ schön gelegen, wenn wir uns die Emissionswerte angucken, um die 350 Gramm pro Kilowattstunde. Das ist um Welten besser als Kohlekraftwerke. Es ist sehr effizient. Wäre eigentlich eine gute Übergangslösung gewesen für die Energiewende. Ja, ging 57 in Betrieb. Hatte damals noch zwei oder kurze Zeit später kamen dann zwei inzwischen stillgelegte Kohleblöcke. 2013 war Baubeginn, 2016 in Betriebnahme, gab keine größeren Verzögerungen. Es hat fast 600 Megawatt Leistung, 61% elektrischen Wirkungsgrad. Zusätzlich beheizt die Stadt Düsseldorf mit. Hat eben die vergleichsweise niedrigen CO2-Emissionswerte, ja, und sieht so aus. Ja, und eine weitere Besonderheit ist das Küstenkraftwerk Kiel. Das ging 2019 ans Netz, wie man sieht. Hat ein bisschen weniger Leistung, aber halt eine technische Besonderheit. Statt einer Gasturbine sind da 20 Gasmotoren verbaut. Die haben einen Wirkungsgrad von 45%. Ja, schaffen es aber in 5 Minuten quasi von Stillstand auf ihre 100% Nennleistung zu kommen. Und das ist beachtlich. Also würde man ein Steinkohlekraftwerk, gerade älterer Bauart, mal für einen Tag komplett vom Netz nehmen, da kann man erst mal mit den Kohlekessel zuerst mit Öl vorheizen, bis die überhaupt dann wieder anspringt, dass dann Kohle verbrannt wird. Und zusätzlich wird eben auch Fernwärme ausgekoppelt. Ja, wir sehen, gab etliche Fiaskos, meistens mit Stein- und Braunkohlekraftwerken. Wir haben die abstruse Situation, dass quasi brandneue Kraftwerke stillgelegt werden. Einmal aus Unfähigkeit des Betreibers, des Kraftwerkbetreibers RWE. Zum Zweiten eben über den Kohleausstieg. Ja, vor dem Ukraine-Krieg hat man gedacht, gut, Erdgas ist irgendwie eine akzeptable Übergangslösung. Aber das ist uns jetzt eben um die Ohren geflogen. Allgemein krankt unsere Energiewende daran, dass wir praktisch aus Atom, Braun- und Steinkohle gleichzeitig aussteigen, das aber jeweils zeitlich unterschiedlich und mit einem anderen Mechanismus. England hat seine Steinkohle oder sein Kohlekraftwerk inzwischen nahezu komplett ersetzt. Die setzen auf mehr Erneuerbare, um die 25% Atomstrom und eben Gas. Und auch Spanien schafft es ohne diese Abstrusen. Ich bin kein Freund der Atomkraft und ich bin definitiv der Meinung, dass das, was da in Kattenom zum Beispiel gerade abgeht, wo man eben sieht, ja, wir haben festgestellt, es gibt Risse irgendwie im Primärkühlkreislauf. Da müssten wir eigentlich was machen, aber man kann ein Atomkraftwerk nicht einfach so den Primärkühlkreislauf austauschen. Ja, wir lassen den weiterlaufen, weil Frankreich hat ja zu wenig Kraftwerke. Auf keinen Fall möchte ich das hierzulande.
Und ich stelle mir halt die Frage, ob ein rationalerer Umgang mit der Atomkraft und moderate Werte wie 25% wie in Großbritannien nicht im Nachhinein besser gewesen wären, als auf Kohle und Gas zu setzen. Ich meine, man hat Kraftwerke wie Westfalen eben auch gebaut mit dem Atomausstieg im Hintergrund. Aber, und das ist eigentlich das Allerwichtigste, das Schlimmste, was der politische Fehler war, war man eben, dass man die erneuerbaren Energien im Zubau begrenzt hat. Man hat in sehr vielen Bundesländern, inklusive Bayern, 10H eingeführt, was den Ausbau quasi zum Erliegen gebracht hat und die Photovoltaik-EEG-Umlage eben massiv abgesenkt. Mein Großvater hat damals, als ich um die 15 war, noch 19 Cent pro Kilowattstunde bekommen. Ich glaube, aktuell sind wir zwischen 3 und 7 oder so. Also, was sollte man tun? Wenn man irgendwie auf dem Land wohnt, ein Haus besitzt, Photovoltaik draufbauen und ja, so wählen, dass politische Entscheidungen getroffen werden, die gut fürs Klima sind. Denn wir werden als Einzelperson so viel wir tun, es ist richtig, weniger Fleisch zu konsumieren, aber wir werden nicht ankommen gegen die riesigen Mengen von CO2, die Kohlekraftwerke ausstoßen. Da muss der Gesetzgeber ran. Herzlichen Dank für diese Einblicke. Es gibt Fragen. Sind die europäischen Emissionsdaten, in die europäischen Emissionsdaten, PRTR, auch Schiffe einbezogen? Puh, das ist eine gute Frage. Also soweit ich weiß, sind das nur stationäre Anlagen. Also praktisch Fabriken, die ja, Zementwerke, jede Menge Kraftwerke, aber zum Teil auch eben landwirtschaftliche Betriebe, gerade was eben so Stickstoff- und Ammoniak-Emissionen angeht. Aber Schiffe, soweit ich weiß nicht. Nee. Okay. Wie viel der historischen und juristischen Informationen kann man aus den APIs lesen und wie viel basiert auf weiteren Recherchen? Also diese ganzen juristischen Sachen hier, gerade zum Beispiel mit Datteln 4, das ist Eigenrecherche, also die API, die Kraftwerksliste gibt dann nur praktisch her, eben das, was man auch hier sehen kann, also quasi wann ist der Block irgendwie in Betrieb gegangen, wie viel Nennleistung hat er, wann ist abgeschaltet worden. Aber die ganzen rechtlichen Sachen, das sind dann weitere Recherchen. Und der richtige API ist es nicht. Also es ist nicht so, ja, ich komme hier mit meinem Curl oder mit meinem HTTP-Request und bekomme dann die Daten. Nee, das sind im Wesentlichen Excel-Spreadsheets, CSV-Dateien. Also die Kraftwerksliste kann man auch wählen. Excel oder Tabellenkalkulation und CSV. Die EU-Emissionsdaten gibt es auch als SQLite-Datenbank. Und die Smart-Daten nur als CSV. Okay. Eine Frage, warum Google Maps und nicht OpenStreetMap? gute Frage. Ich habe damals gedacht, dass vermutlich Google Maps einfacher gewesen wäre. Aber ja, aus netz- und datenschutzpolitischer Sicht wäre vermutlich OpenStreetMap besser gewesen. Ich meine, ich musste sowieso noch mal ran, weil bisher erfolgt die Integration praktisch nicht über die GPS-Daten, die in PRTA hinterlegt sind, sondern über den Namen des Kraftwerks. Und das sorgt halt auch dafür, dass manche Kraftwerke falsch zugeordnet werden. Also wenn ich da mal dran gehe, könnte es vielleicht sein, dass man das in Zukunft auf OpenStreetMap sieht. Okay. Gibt es die Snides noch später in Pre-Talks? Also in dem Fahrplan? Ich denke schon, also ich müsste mal über die Bilderreihe durchgehen, die ich da verwendet habe, aber das meiste sind eben Screenshots von entweder PlanetWatch oder dem Jurisportal von NRW. Also von der
Datenbank, die NRWE heißt. Ich denke schon, ja. Also mich persönlich interessiert natürlich Datteln 4 besonders. Das hat mit meiner persönlichen Geschichte zu tun. Ich habe in Datteln meinen Führerschein gemacht. lange her. Ich bin da groß geworden in der Gegend. Aber viele Leute können sich gar nicht vorstellen, was für unterschiedliche Charaktere bei Kraftwerken es gibt. Also Atomkraftwerke zum Beispiel, die leisten sehr konstant, aber es dauert wahnsinnig lange, sie rauf oder runter zu fahren. Das heißt, sie machen so eher die Grundlast oder sind in der Grundlast zugange. Ein Gaskraftwerk kann man schnell zuschalten. Und besonders das mit diesen Motoren da in Kiel, was sehr schnell hochfährt. Das heißt, damit kann man kurzfristige Lücken füllen. Der Wind bläst nicht immer, die Sonne scheint nicht immer. Das heißt, das macht, ist ja alles ein Einfluss darauf, wie viel Strom da ist. Kannst du da vielleicht nochmal drauf eingehen? Ja, dann gehen wir mal zur Konkurrenz zurück. Dann sieht man nämlich, also zum einen, man kann, also hier sind wir eben, fangen wir vielleicht hier mit an. Also wir sehen eben ja aktuell, ja, wir sind gerade schon im Frühling, das heißt, die Photovoltaik, die leistet schon zur Mittagszeit ordentlich. Also wir sehen eben, orange ist unser Stromverbrauch, alle anderen Farben sind Stromerzeugung. Und wir sehen, an manchen Tagen schaffen wir es zumindest zur Mittagszeit heute schon, nur mit erneuerbaren Energien eben und Biomasse eben unseren Stromverbrauch zu decken. Aber ja, mittelfristig werden wir auf diese Grundlast oder auf regelbare Kraftwerke angewiesen sein. Ja, auf der anderen Seite zeigt eben der IPCC-Bericht, der eben, glaube ich, vor weniger als einem Monat eben vorgestellt worden ist. Wir haben verdammt wenig Zeit und deswegen sollten wir uns schleunigst dran machen, eben Wind und Sonne auszubauen. Es gibt dann noch ganz andere Kraftwerke. Es gibt zum Beispiel in der Nähe von Stuttgart so ein Heizkraftwerk, das ist Anfang der 70er, glaube ich, ans, oder Ende der 60er ans Netz gegangen und das hat eben auch die Einstufung als systemrelevant, weil es eben weiter südlich ist und sehr viele Atomkraftwerke in Bayern und eben Baden-Württemberg stehen. Ja, ich habe da auch kein Patentrezept, wie wir jetzt da möglichst gut rauskommen. Aber wir sehen eben an Spanien, an England, dass man auch ohne den nennenswerten Atomstrom sehr, sehr weit kommen kann. Gut, ich meine, die nordischen Staaten, man sieht ein bisschen Zipfel von Norwegen und Schweden, die haben natürlich ein bisschen bessere Voraussetzungen, weil sie einfach sehr viel mehr Wasserkraft haben. Und das ist eben auch eine Energieform, die ja auch Tag und Nacht zur Verfügung steht. Beantwortet das deine Frage ein bisschen? Im Grunde ja. Also es gibt einfach nach meinem Eindruck allgemein sehr wenig Kenntnis darüber, was für Charaktere von Kraftwerken es gibt. Weil Kraftwerk, ja, da kommt Strom raus. Da tue ich irgendwas rein und dann kommt hinten Strom raus. Aber idealerweise noch aus der Steckdose. Also genau, das Leute glauben. Ich brauche keine Kraftwerke, bei mir kommt der Strom aus der Steckdose, klar. Genau. Nein, worum es mir geht, ist einfach, für dich ist klar, irgendwie, diese Art von Kraftwerk hat diesen Charakter. Möglicherweise kannst du relativ einfach charakterisieren, welche Arten von Kraftwerken es gibt. Das war so meine Idee. Weil wir betrachten ja jetzt erstmal Kohle, ne? Es gibt aber noch andere. Ja, genau, also es gibt eben, Kohle habe ich ein bisschen gezeigt, genau, es gibt eben die Gaskraftwerke, das ist eigentlich der Unterschied nur, dass man eben nicht Kohle zermalt und verbrennt, sondern Gas verbrennt und eben direkt praktisch die Expansion von den Verbrennungsgasen benutzt, um Energie zu erzeugen.
Da kann man dann noch eine zweite Turbine hinten dran schalten, dann heißt es Gas- und Dampf. Kraftwerk. Ja, dann gibt es eben noch Photovoltaik. Also praktisch basiert auf dotiertem Silizium, ähnlich wie so Computerchips. Erzeugt ja eben nur Strom, wenn die Sonne scheint. Dann gibt es die Windkraft. Die, ja, letzte Woche, wie man hier in der Grafik sieht, noch einen Tick, noch deutlich mehr Strom produziert haben. Dann gibt es noch ein bisschen Biomasse, also quasi teilweise Abfälle, teilweise Mais eben durch Gärung vergasen und das dann verbrennen. Dann gibt es in einem ganz, ganz kleinen Anteil auch Abfall. Verbrennungsanlagen. Viel davon wird in Kohlekraftwerken mitverfeuert. Manches eben in extra Abfallkraftwerken. Dann das bisschen an natürlicher Wasserkraft, was wir haben, und die Pumpspeicher. Aber das war's dann eigentlich im Wesentlichen. Und halt die Kernenergie. Und ja, also Gaskraftwerke lassen sich mit am schnellsten regeln. Also da reden wir inzwischen bei normalen Gasturbinen über Gradienten von um die 90 Megawatt pro Minute. Oder eben in Kiel wirklich von 0 auf 100% Auslastung in 5 Minuten. Das ist beachtlich. Kohlekraftwerke würden dafür ja 4 bis 8 Stunden brauchen. Und ja, also es ist nicht ganz so, dass Atomkraftwerke nicht komplett starr wären. Die lassen sich, das macht man vor allem in anderen Ländern, schon im Lastfolgebetrieb nennt sich das betreiben, dass sie praktisch eben ihre Energie drosseln, nur dadurch, dass wir eben hierzulande aus der Atomenergie aussteigen und Gas eben jetzt aktuell wieder extrem oder sehr, 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 sehr viel teurer geworden ist. Es ist eben schon so, dass es sich für die Betreiber einfach lohnt, die Atomkraftwerke durchlaufen zu lassen. Also das ist jetzt keine technische Eigenheit, die lassen sich in etwa so regeln wie halbwegs moderne Kohlekraftwerke. Ja, natürlich, man muss natürlich von Kosteneffizienz und all dies ausgehen. Wenn man das Interesse hat, gleichzeitig, und das ist natürlich diese große Challenge, gleichzeitig aus der Atomkraft auszusteigen und aus der Kohle, dann müsste ja eigentlich irgendwas Neues kommen, irgendwas besonders Effizientes. Nun ist gerade die Photovoltaik zusammengedampft worden. 80.000 Arbeitsplätze, ja, ne, in den letzten 10 Jahren. Und jetzt ist es so, dass wenn einer total geilen Sonnenstrom haben möchte, dann muss er Panels in China bestellen. Und das ist natürlich auch ziemlich widersinnig, wenn ich hier umweltfreundlichen Strom machen will, dass ich dann die Panels um die halbe Welt schippen muss. Ne? Also das... Absolut, da bin ich bei dir. Das ist eh ein Witz. Also mein Großvater, der hat noch Schott-Photovoltaik-Module auf dem Dach. Damals gab es eben noch deutsche Hersteller. Inzwischen haben die praktisch alle entweder dicht gemacht oder sind wie IBC Solar ja quasi auch nur eine Art Händler für chinesische Module. Ja, da muss man schon sagen, da hat die Politik, da haben die damaligen Bundesregierungen aus Industrie- und volkswirtschaftlicher Perspektive, politischer und volkswirtschaftlicher Perspektive einfach versagt. Muss man so klar und deutlich sagen. Und wir sehen auch jetzt leider zum Beispiel in Rostock, wo Nordex jetzt ein Werk schließt, weil man in dem Werk praktisch die Rotorblätter nur bis zu einer gewissen Größe produzieren kann. Und die Rotoren sind eben durch höhere Leistungen eben jetzt so viel größer geworden, dass sich das nicht mehr rentiert. Das ist extrem schade, ja. Da können wir vielleicht gleich noch im Breakout-Room drüber sprechen. Ja. Ich danke dir erstmal sehr. Applaus, Applaus.